So, dann gucken wir mal, was dieser Arschloch-Account hier bei mir macht. Also entschuldigt meine Ausdrücke. Ich bin so ein bisschen außer mir. Das werdet ihr auch später noch sehen, warum. Und ich bin einerseits ganz froh, dass der Sneak so gut verlaufen ist. Aber wenn ich diesen Kack hier sehe, 23 auf 14, diesen hochgerushten Elfer hier nur mit seiner billigen 12er Queen hier und seinen billigen Max Drachen, dann geht mir so ein bisschen die Hutschnur hoch, muss ich mal so sagen. Also Matchmaking Supercell, ich habe mich die Tage, glaube ich, total vertan. Dankeschön für diesen Kackmist hier. Mann, Mann, Mann. Ey, 23 auf 14. Ich meine, ich bin hier mit dem Alex Max RH9er und dann kommt so eine Gurke hier an mit seiner 12er Queen. Also echt, die schmeiße ich hier raus aus dem Clan mit einem 12er. Mit einer 12er Queen und mit einem 12er King. Nee, das ist ja ein RH11. Das seht ihr. 6er Drachen hier. Und ich habe mich heute so aufgeregt über diesen Tag hier auch. Meine Herren. Und dann kommt diese Scheiße hier noch. Diese drei Sterne. Ja, auch von 23 auf 14. Das kotzt mich echt an. Also, das ist sowas von Kacke. Mann, Mann, Mann. Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, heute mal wieder Action von den True Warriors und ich bin ja echt mal froh, dass der dritte Sneak heute durch ist und da machen wir doch gleich ein dickes Kreuz über dieses Dorf hier. Und auch einen Haken dran, denn es gibt Verbesserungen im Nachtdorf. Also, man kann jetzt seinen Freunden zuschauen, wie sie denn dieses Nachtdorf hier irgendwie spielen. Und man kann also live zuschauen, wenn auch Freunde angreifen. Und ich bin froh, dass es das Nachtdorf betrifft, denn dieses Nachtdorf, das interessiert mich in null. Also, ich will nicht sagen Dreck, das wäre jetzt unfair gegenüber Supercell. Aber es interessiert mich wirklich null. Balance für den Arsch. Irgendwie komisches, ja, komische Spielegeschichte mit diesen ewigen Pausen da, nur diesen Bonus einmal am Tag kriegen. Und. Das riecht natürlich so ein bisschen nach Clash Royale, obwohl die heute auch so ein riesen Update gekriegt haben. Aber trotzdem, ihr seht das hier. Ich kann es nicht leiden. Nicht, weil ich verliere. Nicht, weil ich verliere, aber weil man ja ständig gegen höhere Gegner angreifen muss. Ich weiß gar nicht, war der jetzt eigentlich höher? War der jetzt schon höher? Das weiß ich gar nicht an der Stelle. Ich muss mal schauen. Ja klar, drei Luftabwehren, das reicht natürlich für meine Lufttruppen. Also damit war er schon höher mit seinem pisseligen, mit seiner kleinen Maschine hier. Und vermutlich der auch etwas größeren Base. Und er hat auch schon 1, 2, 3, 4. Ah, okay, er hat das fünfte Lager noch nicht. Also, das lassen wir gerade noch mal so durchgehen, aber trotzdem, sind wir mal ehrlich, also hier mache ich jetzt so ein dickes rotes Kreuz in der Mitte und mache einen Haken dran. Das ist nämlich meine Meinung zum Sneak von heute und ich würde sagen, wir machen hier im Hauptdorf mal ein bisschen weiter. Okay, wir sind ready hier im Tagdorf, aber natürlich, ich bin ja CK-lastig, Leute, das wisst ihr. Wir greifen die Nummer 14 an hier, aber nicht ich, sondern der Alex macht das am Tablet und heute mal wieder in so ganz alter Form. Ich habe das ja früher schon mal so ganz gerne gemacht, dass ich einen Angriff gemacht habe und nehme ihn mit dem, ja, mit dem Thorsten-Account eigentlich auf. Und ich denke mal, wir gehen auch rein. Ich bin hier am Tablet, was aber gerade kein gutes Wireless LAN hat. Also, wenn ihr angreift, checkt nochmal euer Wireless LAN am Tablet. Wenn ihr die Angriffe, Entschuldigung, dort so macht. Und ich gucke mal, ob ich nicht hier mal wieder einen lupenreinen Golaloon hinbekomme. Also, ich weiß es gar nicht. Es ist so fatal hier im Moment. Ich habe aber Truppen dabei. Ich muss mal eben schauen. Jetzt habe ich auch Top Connect. Ja, jetzt habe ich Top Connect im Wireless LAN. Und wir gehen einfach mal rein. Ich habe mir hier die 14 ausgeguckt, auf der ich jetzt schon gerade bin, mit dem Alex schuldig, dass ich gerade ein bisschen nach unten spreche. Aber ich denke mal, die Nummer machen wir jetzt und ich gehe jetzt schon mal rein mit
Attack hier. Dann sehen wir das jetzt auch hier oben gleich in Blau. Jawohl, da ist es. Watch live. Und wir können ja jetzt erstmal noch zugucken, ohne dass wir Freunde sind, ja? Ohne dass wir Freunde sind, sondern wir sind noch keine Freunde. Ihr könnt mir alle zuschauen, wie ich das jetzt aufnehme. Also ich schaue mal, wie ich diese Base hier hinbekomme. Erstmal einen schönen Multitouch mit den beiden Golems gemacht. Das Doofe ist, der Magierturm stört mich hier jetzt so ein bisschen. Deswegen nehme ich mal die Mauerbrecher von der Seite besser rein. Dann gehen die auch ein bisschen besser rein. Und dann zocken wir mal die King, Queen und auch die Boda hier an der Stelle. Und ziehen hier mal... Gehen die noch weiter rein? Ne, die gehen nicht weiter rein. Dann nehmen wir hier mal einen Sprung. Da kommt der Drachen und es kommt auch ein... Ne, zwei Loons kommen sogar raus. Okay, dann machen wir das mal so. Die Queen muss das einfach reißen. Jetzt hier, ich hau hier jetzt mal den Wut rein an der Stelle. Und dann nehmen wir uns jetzt schon mal hier ein paar Loons und ein paar Hunde hier. Von der Seite hier, wir haben jetzt noch zwei Eilzauber. Die nehme ich jetzt auch gleich an Anfang. Muss ich mal dazu sagen. Und jetzt gucke ich mal, ich heile die hier mal in der Mitte durch. Meine Queen zünde ich hier mal an der Stelle. Nehme schon mal meine vermeintlichen Clean-Up-Truppen hier. Die kriegen jetzt noch ein bisschen Beschuss. Und mal sehen, wie meine Loons sich hier jetzt schlagen gegen diese Base hier. Entschuldigt, ich habe gerade total nach unten gesprochen. Ich gucke jetzt noch gerade die Wiederholung hier und ich schaff's nicht. Oh, ich schaffe es nicht. Okay, ich wollte gerade auf den Tisch schlagen. Ich wollte gerade auf den Tisch schlagen, dass ich hier nur zwei Sterne auf diese echte scheiß Farmbase schaffe. Ah, das regt mich so auf. Also genauso ist der Tag hier. Ich habe lange gearbeitet, habe viel in Projekten gearbeitet und der Tag war schon irgendwie doof. Jetzt haue ich hier noch den blöden Gift hier in die Mitte rein. Meine Herren. Also, ja. Ach, im Moment nervt es mich ein bisschen, muss ich sagen. Es nervt mich im Moment ein bisschen. Denn, wir sind hier, wir sind ganz gut im CK dabei. Ja, aber ich habe mit dem Alex mehr erwartet hier mit den relativ starken Helden hier und dann kommt so eine Kacke hier dabei raus. Feger alle weg. Zwei Sterne. Zwei Sterne, meine Herren. Das ist echt mau. Und ich will. Ja. Wisst ihr was? Ich mache einfach gleich weiter. Ich mache einfach gleich weiter hier. Denn ich möchte ganz gerne, dass die Folge einen schönen Abschluss hat hier, den Farmangriff mit mir hier im RH10-Bereich. Ich versuche mir immer noch die Lager voll zu pumpen hier, was mir auch so halbwegs schon gelingt. Im Goldbereich bin ich schon relativ oben. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet hier im Update, ob ich auch was updaten kann. Vielleicht den Bombenturm oder so. Denn dann brauche ich dieses ganze Goldzeug. Deswegen, ich kann es eh nicht ausgeben. Also von daher ist mir das auch relativ egal, wie ich was hier mache. Ich will einfach nur ein bisschen Lot haben, um meinen Frust hier abzulassen. Ah, der Zweisterner, der nervt mich so ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, denn, ja, ich habe ein bisschen was Besseres von mir erwartet und wenn das dann nicht wird, dann werde ich auch mal ganz, ganz schnell nölig. Ja, das hört er gerade und deswegen muss ich hier jetzt eine Base angreifen. Ich muss hier eine schwache Base angreifen, aber ich bin auch in Champion 1 nach wie vor hier. Ich habe eine Def reinbekommen, die mich hier so ein bisschen gehalten hat und den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit hier und zwar mit einem lockeren Queen Walk von hier oben. Ja, ich weiß, Queen Walk ist auch nicht so mein Ding und jetzt habe ich ja auch noch einen Sprungzauber dabei. Ich weiß gar nicht, wofür ich den überhaupt dabei habe. Nur für meinen King, denn ich hab meiner in der Clanburg. Jetzt habe ich nur für meinen King hier den Sprungzauber dabei. Ich gucke mal, ob der überhaupt was reißt und springt. Ja, spring, du King. Ja, da ist er. Jawohl, da sind sie gesprungen. Und dann haue ich jetzt hier an, genau auf der Front hier, haue ich jetzt meine ganzen Miner rein. Inklusive der Miner, die ich noch in der Clanburg habe, mit ganz, ganz viel Heil. Und ich hoffe einfach, dass sie hier jetzt richtig schön geheilt werden, durchgehen. Hinten habe ich noch einmal gefriest.
hab da noch eine gegnerische Queen, die gift ich einfach mal. Oh, jetzt habe ich hier natürlich wirklich viel zu tun hier. Die ganzen Riesen, die latschen hier auf meine Miner. Oh. Mann, die latschen hier auf meine Miner. Und die Miner kriegen das Rathaus nicht kaputt. Also, das ist ein... ja, das ist so eine richtig schöne Fail-Folge. Ihr habt das gehört, ich habe gerade meine Maus ziemlich hart geklickt, weil ich vielleicht noch das Rathaus jetzt bekomme. Nee, kriege ich auch nicht mehr. Komm, lass es. Wir lassen es für heute. Das ist echt mau. Mann. Nochmal die harte Maus geklickt. Also ehrlich. Buh, Thorsten, das ist mal eine wirklich miese Folge. Und ich greife hier auch gar nicht erst im CK an, denn das werden wahrscheinlich dann mehr als 0 Sterne, also minus 1 Stern oder minus 2 Sterne, weiß ich nicht. Also ich bin ein bisschen abgenervt und bin aber froh, dass dieser Sneak Peek rum ist mit dem Nachtdorf. Da, wie gesagt, mache ich einen Haken dran. Ich kann hier ein bisschen weitermachen und weil ich so echt frustriert bin jetzt, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal, die 218 hier, die gebe ich aus, mache hier endlich diesen doofen Erdbebenzauber. Doch, da habt das Ende.